Herzlich willkommen, guten Abend, schön, dass Sie da sind bei der vierten Online-Lecture in der Masterclass New Work. Ich freue mich, dass Christian Happ heute da ist, Professor Dr. Christian Happ, der an der Hochschule in Stuttgart, der International School of Management, mein Kollege im Fach Psychologie ist. Christian, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist, weil du sozusagen kurzfristig eingesprungen bist und das Thema, das wir auf der Liste hatten, aber trotzdem übernommen hast. Ich rede noch 2-3 Minuten weiter, bis tatsächlich wir überall live sind. Sie kennen das ja schon, wir streamen live auf YouTube und im Anschluss an die Online-Lecture können Sie das dann auch nochmal nachhören. Wir machen es dieses Mal auch wieder so wie bei den letzten Lecturen. Sie können einfach Ihre Fragen während der Lecture oder im Anschluss einfach direkt stellen, entweder über unsere Kursplattform Slack, das hat ja die letzten Male gut geklappt. Sie können das auch auf Twitter machen, wenn Sie einfach unseren Hashtag New Work mitverwenden, dann kriege ich das auch mit. Oder wenn Sie direkt auf YouTube sind, dann natürlich auch gerne in das dann Kommentarfeld direkt neben dem Stream. Ja, und ich habe gerade nochmal geschaut, jetzt klappt hier auch alles und wir sind jetzt wirklich auch live auf YouTube. Deswegen sage ich nochmal herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Happ, schön, dass du da bist und ich übergebe direkt an dich. Super, danke Johannes. Ich freue mich sehr, dass ich die Lecture übernehmen konnte und ich freue mich auch sehr, dass ich ein bisschen was zum Thema HR-Manager der Zukunft erzählen kann und ich freue mich natürlich auch, dass Sie jetzt alle zuhören können. Als ich die Anfrage bekam, mich mit dem Thema zu beschäftigen, musste ich auch tatsächlich noch mal ein bisschen schauen, weil wenn Sie in dem Bereich lehrend unterwegs sind, dann sind natürlich alle Bücher, die Sie heute lesen, eigentlich morgen schon wieder ein bisschen veraltet. Das heißt, ich habe versucht, eigentlich unsere komplette Präsentation auf eine Folie zu bringen. Und das wäre dann die hier. Also HR wird bald eigentlich durch Software ersetzt werden. Und dachte, vielleicht halten wir es heute mal ein bisschen kürzer und dann wäre die nächste Folie eigentlich auch schon das Ende unserer Präsentation. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass es nicht so sein wird, dass der klassische HR-Mitarbeiter irgendwann ersetzt wird. Deswegen würde ich jetzt mal versuchen, mit Ihnen gemeinsam zu überlegen, wie sieht denn das eigentlich aus? Sie sehen auf den Folien, wir haben so eine Glaskugel abgebildet. Das ist nicht nur eine Glaskugel, die dafür steht, dass ich nicht weiß, wie es ist, sondern dass Sie das wahrscheinlich auch nicht wissen. Und ich glaube, das weiß niemand so ganz genau, wie das in der nahen oder in der fernen Zukunft aussehen wird. Und wir versuchen jetzt mal, verschiedene Vorhersagen durchzugehen, wo ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne von denen zutreffen können, relativ hoch ist aufgrund unserer aktuellen Situation. Wie bei vielen Dingen, man sieht das am Weltklima oder so, lassen sich natürlich nicht alle Dinge hundertprozentig gut vorhersagen. Aber bezüglich des Bereichs HR gehen wir jetzt mal einige von den Vorhersagen oder Hypothesen durch. Die erste wäre zunächst einmal, dass der HR-Bereich im einzelnen Unternehmen kleiner wird. Das merkt man immer schon dadurch, dass der einzelne Mitarbeiter mehr in die Verantwortung kommt, Daten über sich selber selbst zu tracken oder einzugeben. Das bedeutet, der Bereich, der normalerweise vom Personal verwaltet wurde, der wird mehr in die Hände des Mitarbeiters gegeben. Und nichtsdestotrotz gibt es aber viele Fragen oder Dienstleistungen, die im Bereich HR immer noch wichtig sind. Und dann, wenn dieser Bereich natürlich kleiner gemacht wird, dann ist es ganz klar, dass in der Zukunft größere Aspekte outgesourced werden müssen. Das bezieht sich zum Beispiel auf den Bereich Gehalt. Es gibt da schon sehr, sehr viele große Unternehmen, die sich darauf beschäftigen, wie sieht das eigentlich aus mit den Benefits des einzelnen Mitarbeiters im Unternehmen und wie können wir das standardisieren? Was sind mögliche Pensionsmöglichkeiten und so weiter? Die nächste Vorhersage wäre, und das findet man eigentlich in der kompletten Literatur, die sich mit dem Thema beschäftigt, ist, dass es immer wieder wichtiger wird, strategisch zu denken. So war es noch so, dass wir vor einigen Jahren unseren Studierenden sicherlich unter anderem gesagt haben, dass man einen sicheren und guten Arbeitsplatz im Bereich Personal finden kann, wenn man sich mit personalspezifischen Themen auskennt. Es scheint aber immer mehr so zu werden, dass die einzelnen Themen, die das jeweilige Unternehmen eigentlich als Thema hat, das Produkt, was produziert wird oder das Kerngeschäft, um das es geht, dass das immer mehr in den Bereich Personal eingebaut werden muss. Der Personaler, der HRler der Zukunft, der kann sich nicht mehr nur damit beschäftigen, wen er einstellt und wie er das Personal durch Personalentwicklungsmaßnahmen verbessert, sondern er muss sich damit beschäftigen, welche Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens es gibt, um den einzelnen neuen Mitarbeiter oder etablierten Mitarbeiter mit verschiedenen Bereichen zu vernetzen. Das wäre die zweite Vorhersage. Die dritte Vorhersage bezieht sich auf die Fähigkeiten. Brauchen wir eher Generalisten oder brauchen wir eher Spezialisten? Und es ist ja so, dass in den letzten Jahrzehnten sich das eigentlich immer wieder abwechselt.
je nachdem, was man selber für einen Weg eingeschlagen hat, ist es immer wieder einfach zu sagen, naja, die Generalisten werden wieder kommen, wenn man ein Studium gemacht hat, was eher generell schult. Und die Spezialisten sagen zu anderen Zeitpunkten, es könnte so sein, dass vielleicht eher Spezialisten gefordert sind oder gefragt sind in der Arbeitswelt der Zukunft. Im Bereich HR scheint es so zu sein, dass die Systeme, die dort benutzt werden, dazu führen, dass es eher wieder dahin geht, dass mehr Spezialisten gefragt sind. Aktuell sagen die Trends, dass wir mehr Generalisten in den Bereich HR in Deutschland oder auch im internationalen Bereich haben. Aber weil die Systeme immer komplexer werden und die Arbeitsbereiche, die dem einzelnen Mitarbeiter zugeteilt sind, immer kleiner und vorhersehbarer, muss es so sein, dass es mehr Spezialisten gibt und die Menge an Generalisten wieder abgebaut wird in der Zukunft. Die nächste Vorhersage bezieht sich auf die großen Datenmengen, mit denen wir heute zu tun haben. Das ist ja ein Thema, was wir nicht nur in dieser Vorlesung diskutieren, sondern was Sie sicherlich auch an anderer Stelle schon viel häufiger und deutlicher gehört haben. Es gibt große, große Datenmengen und diese Datenmengen können natürlich im Unternehmen genutzt werden. Das bedeutet, wie lange braucht eigentlich der klassische Mitarbeiter, bis er befördert werden kann? Was sind eigentlich die Zeiträume, die der einzelne Mitarbeiter in verschiedenen Phasen seiner Karriere braucht? Und bislang wurde das häufig nach Bauchgefühl, natürlich auch mit grob erhobenen Daten vorhergesagt. Aber in der Zukunft wird es so sein, dass wir über den einzelnen Mitarbeiter sehr, sehr viele Informationen haben. Und die können wir zu Rate ziehen, wenn es darum geht, zu schauen, wie der einzelne Mitarbeiter sich im Unternehmen entwickelt. Eine weitere Vorhersage, die Sie auch nicht überraschen wird, ist, dass wir immer flexibler werden, was unsere Arbeitszeit angeht. Es gibt viele Länder in Skandinavien, die schon umstellen von der 40-Stunden-Woche eher auf resultatbasierte Arbeit. Das bedeutet, die Menschen dort müssen nicht 8 Stunden im Büro sein, in denen man eh nicht produktiv ist, sondern sie versuchen, die einzelne Arbeitszeit des Mitarbeiters darauf einzustellen, was er tatsächlich an einem Tag leisten muss und möchte und kann. Dazu kommt die Idee der Heim- und Telearbeit. Auch das wird immer mehr. Wir haben international global vernetzte Teams. Vielleicht sind Sie ja auch Teil davon, von einigen dieser Teams. Und da merkt man, dass man eigentlich unseren klassischen Arbeitsablauf nicht mehr zwischen morgens und spätnachmittags polen kann, sondern dass eigentlich rund um die Uhr gearbeitet wird, an unterschiedlichen Stellen, von unterschiedlichen Standorten zu unterschiedlichen Zeiten. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung auch für den Bereich HR. Und die letzte Vorhersage, die ich treffen möchte, ist, und auch das findet sich sehr, sehr häufig in der aktuellen Literatur, dass es immer mehr verschmilzt, das Recruiting und das Marketing. Das heißt, wenig einstelle und wenig suche. Das hat viel mehr damit zu tun, dass ich mich als Unternehmen auch attraktiv auf dem Markt verkaufe. Das heißt, der Mitarbeiter, der hat heutzutage die Auswahl zwischen verschiedenen Unternehmen. Und ich als Personaler, ich muss mir natürlich Gedanken darüber machen, wie wird mein Unternehmen eigentlich für den einzelnen Mitarbeiter interessant und attraktiv. Schauen wir ganz kurz uns einmal die globalen Trends an, die es da so gibt. Auch die werden Sie natürlich nicht überraschen, aber die haben natürlich alle einen direkten Einfluss auf unsere oder ihre Arbeitsposition oder auf den klassischen HRler der Zukunft. Aktuell können wir davon ausgehen, dass es eine relative niedrige Arbeitslosigkeit gibt. Das hat immer zur Folge, dass die Menschen sich ihren Job aussuchen können. Und in diesen Situationen ist es so, dass wir natürlich mit einer hohen Fluktuation konfrontiert sind. Das ist so in Deutschland, das ist so in Europa und das zeigen auch internationale Zahlen. Auf die Globalisierung brauchen wir auch nicht groß einzugehen. Ich habe schon gesagt, es gibt überall vernetzte Teams. Das hat auch einen Einfluss auf die Sprache und auf die Art, wie wir arbeiten. Es hat auch einen Einfluss auf die Kultur, wie wir miteinander umgehen und die Kommunikationsformen, die wir wählen. Dieser Trend zwingt uns dazu, sich auf andere Kunden, auf andere Unternehmen anders einzustellen. Der Trend, den wir gerade schon angesprochen haben, sind natürlich die unendlichen, immensen technischen Chancen und Möglichkeiten. Im Bereich HR bedeutet das nicht nur, dass wir automatisiert mit den Mitarbeitern arbeiten können, sondern es bedeutet auch, wir haben vielleicht die Möglichkeit, viele Dinge standardisiert ablaufen zu lassen, ohne dass jeder Schritt einzeln vom Mitarbeiter beachtet werden muss. Dass das natürlich Risiken birgt, ist Ihnen und mir natürlich auch klar. Und die neuen Mitarbeiter, was sind das eigentlich für Leute? Die Mitarbeiter der Zukunft, und das merkt man ja heute schon, Sie haben vielleicht sich schon ein bisschen informiert über die Generation X, Y, Z und die Millennials und so. Das sind alles verschiedene Menschen, aber der Trend scheint dahin zu gehen, dass der einzelne Mitarbeiter mehr auf seine Work-Life-Balance Beachtung finden möchte, dass er versucht, dass seine Freizeit eine wichtige Rolle spielt, dass er die Familie mit der Arbeit vereinen kann. Und all diese Bedürfnisse gab es in der Vergangenheit nicht. Und dann gibt es natürlich noch die Unsicherheit. Gibt es meinen Job eigentlich in 20 Jahren noch? Welche Jobs werden wegrationalisiert? Und das Fernsehen ist ja voll von Reportagen darüber, welche Jobs es gegebenenfalls irgendwann aufgrund von Technik nicht mehr gibt. Wie können wir jetzt nun damit umgehen? Es geht erstmal darum, im Bereich Personal, dass wir diese Trends verstehen und irgendwie darauf reagieren können.
Was wir gerade schon gesagt haben, ist, der Bereich HR oder das einzelne Unternehmen muss sich mehr im Bereich Marketing anstrengen. Das heißt, es geht darum, dass auch die einzelnen Mitarbeiter, und da gibt es ja viele Plattformen, wo man mittlerweile seine Arbeitserfahrung mit anderen teilen kann. Ist das ein guter Arbeitgeber? Ist das ein schlechter Arbeitgeber? Das heißt, eine Marke existiert nicht nur, ob ich ein Produkt kaufe, sondern eine Marke oder ein Unternehmen als Marke existiert auch dann, wenn ich mir überlege, ob das eine Firma sein könnte, für die ich zukünftig arbeiten möchte. Das heißt, ich muss natürlich kommunizieren, wofür steht das Unternehmen? Was ist die Mission? Was sind die Werte? Und wie sieht das aus mit der Unternehmenskultur? Und das muss auf verschiedensten Kanälen kommuniziert sein, weil die verschiedenen Generationen, von denen ich gerade sprach, natürlich auf ganz unterschiedlichen Kanälen über diese Informationen beziehen oder sich darüber austauschen. Das heißt auch, ich muss mit meinen eigenen Mitarbeitern, die muss ich natürlich als Beispiele fungieren lassen, die auch ihre gute Erfahrung mit anderen teilen. Ein Beispiel wären auch Mentorenprogramme. Ein anderer wichtiger Trend ist natürlich, wie ich gerade schon sagte, Diversität. Sie können eine Vielzahl, wenn Sie Diversität einmal im Bereich HR recherchieren, dann finden Sie sehr, sehr viel darüber, dass eigentlich die neuesten Studien zeigen, dass diverse Unternehmen die Unternehmen der Zukunft sind. Divers bezieht sich hier natürlich nicht nur auf Alter und Geschlecht und Hautfarbe, sondern es geht vor allem auch darum, dass es von unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Arbeitsorten und natürlich auch von unterschiedlichen Generationen, die ich gerade schon angesprochen habe, im Unternehmen verschiedene gibt. Das bedeutet, der klassische Personaler, der kann nicht nur versuchen, für einzelne Gruppen nun seine Initiativen zu bauen, sondern der muss überlegen, wie kann ich die verschiedenen Gruppen, die ich in meinem Unternehmen oder in meinem globalen Zusammenhang habe, wie kann ich für den einzelnen Mitarbeiter eigentlich etwas Attraktives bauen. Da gibt es ganz, ganz viele Diversitätsinitiativen, die möglich sind. Aber das bedeutet, man muss sich genau seine Zielgruppe anschauen. Was ich gerade auch schon gesagt habe, ist, dass wir eine unterschiedliche Arbeitskultur haben. 24 Stunden erreichbar sein bedeutet natürlich auch, dass ich über 24 Stunden versuchen muss, für den einzelnen Mitarbeiter da zu sein. Dass sich das wirtschaftlich auszahlt, das haben schon viele Studien gezeigt. Aber wichtig ist, der Bereich HR ist natürlich der zentrale Aspekt, wo man versucht, dem einzelnen Mitarbeiter mehr Freiräume, mehr Privatsphäre, mehr Möglichkeiten zur Auslebung seiner Hobbys in seinem privaten Umfeld zu ermöglichen. Und deswegen ist das natürlich ein wichtiger Aspekt, mit dem man sich beschäftigen muss. Denn die einzelnen Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter müssen sich genau angeschaut werden von den verschiedenen Personalern, um zu überlegen, für wen ist was eigentlich richtig. Und wie ist das jetzt? Wie mache ich aus dem klassischen Generalisten denn eigentlich einen Experten? Brauchen wir verschiedene Skills und wie können die Skills beigebracht werden? Wie schaffen wir es, die Menge an Generalisten, was bisher vielleicht die Idee war, dass man möglichst viele Dinge können kann, wie schaffe ich es zu spezifizieren, zu diversifizieren, dass ich verschiedene Experten für verschiedene Bereiche habe? Ein ganz, ganz wichtiger Trend. Was wir also suchen im Bereich HR in der Zukunft, ist eigentlich das neue Wunderkind. Beim neuen Wunderkind, also bei dem klassischen HR-Mitarbeiter der Zukunft, stellen sich eigentlich zwei Fragen. Was braucht er denn? Einerseits braucht er Kompetenzen, um die klassischen HR-Aufgaben der Zukunft gut und erfolgreich lösen zu können. Aber die viel wichtigere Frage vielleicht wäre, was für eine Rolle übernimmt eigentlich der HR-Mitarbeiter der Zukunft? Was sind die verschiedenen Rollen, die er einnehmen kann, um den Mitarbeiter bestmöglich in seiner Arbeitstätigkeit zu begleiten? Schauen wir uns zunächst einmal den Bereich Aufgaben an. Auch da geht es darum, dass es eine engere Vernetzung in der Zukunft geben muss zwischen dem Bereich HR und den Führungskräften. Das heißt, ein wichtiges Thema, was immer mehr aufkommt, ist, dass wir mit so etwas wie emotionaler Intelligenz, egal ob das der richtige Begriff ist, aber mit einem empathischen Dafürhalten versuchen, den Mitarbeiter zu führen und zu coachen. Und das bedeutet normalerweise, es muss eine sehr, sehr enge Verzahnung geben zwischen den Führungskräften und dem Bereich HR. Das heißt, wie ich mit dem Mitarbeiter umgehe, scheint eine größere Rolle zu spielen, als das noch heute der Fall ist. Das hat zur Folge, dass wir uns sehr gut auskennen müssen, sowohl was die technischen Möglichkeiten angeht, als auch eine gewisse Emotionalität und Empathie mitzubringen, die eigentlich den einzelnen Mitarbeiter in den Fokus setzt. Die Sichtweise des klassischen HR-Mitarbeiters muss vor allem, und das lesen Sie in ganz, ganz viel Literatur, muss vor allem strategisch und gleichzeitig fokussiert sein. Strategisch heißt, den größeren Blick zu behalten, unternehmensweit zu schauen, wen brauche ich, wofür brauche ich ihn und wo kann ich ihn einsetzen. Aber gleichzeitig auch für den einzelnen Mitarbeiter zu schauen, wie sieht das am einzelnen Arbeitsplatz aus. Man könnte auch sagen, das ist gleichzeitig sowas wie eine holistische, also ganzheitliche Sichtweise. Man versucht aber dennoch, aufs Detail zu schauen.
Das ist eine höhere Flexibilität, als das heute noch im HR-Bereich notwendig ist. Und natürlich die analytischen Fähigkeiten, zu schauen, was führt eigentlich zu was, sowohl im Unternehmen als auch für den einzelnen Mitarbeiter. Das sind Dinge, die wichtig sind und die man berücksichtigen muss. Wie sieht das denn aus mit den Denkstilen? Was braucht eigentlich das neue Wunderkind, der neue HR-Mitarbeiter der Zukunft? Natürlich braucht er eine große Fähigkeit bezüglich der Softwarekenntnisse. Ja, Daten werden getrackt, habe ich Ihnen gerade schon gesagt. Es gibt unendlich viele Softwareprogramme, die viele Daten über den einzelnen Mitarbeiter und Bewerber sammeln. Und die dann auszuwerten, ist natürlich eine Fähigkeit. Wichtig ist auch, und das haben Studien gezeigt, dass der Mitarbeiter Zufriedenheit und Bedeutsamkeit sogar über Geld stellt. Das heißt, dass ein Mitarbeiter anerkannt wird, dass seine Arbeit gewertschätzt wird, scheint ihm wichtiger zu sein, als dass er viel verdient. Und deswegen ist eine wichtige Rolle, dass er den Mitarbeiter zufriedenstellen muss. Man spricht heute auch von dem Bereich People Analytics. Das heißt, man muss versuchen, die Daten, die über einzelne Personen gesammelt werden, auch längsschnittlich im Unternehmen auszuwerten. Wie entwickelt sich der einzelne Mitarbeiter? Was sind eigentlich Profile, die in der Zukunft gesucht werden? Und wie können wir die einzelne Karriere des einzelnen Mitarbeiters eigentlich bestmöglich steuern? Auch psychologische Kenntnisse sind natürlich wichtig. Das heißt, es gibt den Bereich Personas, also sowas wie Stereotype, Personen, die für eine gewisse Tätigkeit prädestiniert sind oder sich gut eignen. Und die müssen im Anforderungsmanagement berücksichtigt werden. Und das bedeutet, der klassische HR-Mitarbeiter muss an psychologischen Kenntnissen hinzulernen. Und natürlich braucht man auch methodologische Designkenntnisse. Es muss neue Lösungen geben. Die aktuellen Lösungen reichen nicht mehr aus, um den Arbeitsmarkt eigentlich adäquat zu berücksichtigen. Das heißt, es geht nicht nur um die Anwendung von etablierten Verfahren, sondern man muss sich vor allem Gedanken machen, welche Möglichkeit gibt es eigentlich für unser Unternehmen? Wie kann man diese Kompetenzen erreichen? Was sind die Möglichkeiten, die Kompetenzen aufzustocken? Natürlich ist es ein großer Bereich des Nachrüstens, weil natürlich keine neuen HR-Mitarbeiter immer nachrücken können. Deswegen haben sich mittlerweile viele Consulting-Firmen schon darauf spezialisiert, auch an diesen Kompetenzen im Bereich HR nachzurüsten. Wichtig ist hier, dass die Motivation des Mitarbeiters wichtiger ist als die verschiedenen Fähigkeiten, die er schon zu Beginn mitbringt. Und die zweite Frage, auf die ich eingehen wollte, ist, was sind eigentlich die Rollen des HR-Mitarbeiters der Zukunft? Und da kann man sagen, eigentlich sind es 5 zentrale Rollen, die der Mitarbeiter einnehmen muss. Das eine wäre so etwas wie ein Employment Engagement Manager. Das heißt, konstant muss Feedback gegeben werden. Feedback als wichtiges Stellinstrument, um Rückmeldung über die aktuelle Leistungsfähigkeit und Leistungen zu geben. Etwas, das normalerweise heutzutage noch in 3-, 6- oder 12 Monatsrhythmus erfolgt, kann aufgrund der technischen Möglichkeiten immer konstant und dauerhaft gegeben werden. Gleichzeitig ist er sowas wie ein Learning Director. Das ist er heute auch schon, indem er die Personalentwicklungsmethoden koordiniert. Aber auch dort sind es neue Verfahren, die individuell auf den Einzelnen abgestimmt werden müssen. Man muss gucken, was ist für wen eigentlich die beste Lernstrategie und was sind die bestmöglichen Lernmöglichkeiten. Wie wir gerade schon gesagt haben, ist er so etwas wie ein Diversity Officer. Das heißt, er muss herausarbeiten, welche Vorteile dem einzelnen Unternehmen durch Diversität entstehen und wie er mit diesen Vorteilen bestmöglich umgeht und wie er Diversität im Unternehmen bestmöglich lebt und das in die Kultur überführen kann. Natürlich ist es immer noch so, dass im Bereich HR Talente da draußen sind. Die Talente werden immer mehr und es wird immer schwieriger, diese Talente zu finden und sie zu halten. Also ist der HR-Mitarbeiter der Zukunft natürlich sowas wie ein Talent Manager. Wichtig ist, dass er sich nicht nur über die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt informiert, sondern dass er diese Trends kennt und erkennt und rechtzeitig handelt, um den richtigen Mitarbeiter zu finden. Und die letzte Rolle, die natürlich nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass es auch um die psychische und physische Gesundheit geht. Ich habe Ihnen gerade ja schon mehr darüber erzählt, dass das eine wichtige, zentrale Rolle für die Mitarbeiter ist, dass es ihnen gut geht, dass sie mehr Zeit haben mit ihrer Familie. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass auch der HR-Mitarbeiter darauf achtet, dass so etwas wie ein Mindset-Coach zu sein. Wie gehen die Menschen eigentlich zur Arbeit? Wie fühlen sie sich? Wie geht es ihnen damit? Und ich möchte abschließen vielleicht mit dieser Überblicksfolie, wo man sagen kann, naja, es scheint so zu sein, dass der Bereich HR nicht mehr so auf eine Seite sich spannen lässt, sondern es sind ganz, ganz verschiedene Rollen, die eingenommen werden müssen, die nicht nur technischer Natur sind, sondern sich vor allem ganz anders in den Mitarbeiter hineinfühlen, was die bisherige Situation auf dem Arbeitsmarkt gar nicht so hergegeben hat. Was wäre also Ihre Take-Home-Message von meinem kleinen Vortrag hier? Der Bereich HR muss sich eigentlich neu erfinden. Das ist keine Überraschung, das müssen viele Bereiche, aber auch besonders im HR scheint es nicht so zu sein, wie ich am Anfang
vorgestellt habe, dass es gar keinen Ersatz gibt und dass die Technik uns übernehmen wird, sondern es muss anders gedacht werden. Gewohnheiten und Etabliertes müssen übertrumpft werden oder müssen, davon muss Abschied genommen werden. Das lebenslange Lernen ist natürlich ein Buzzword, aber das scheint gerade im Bereich HR sehr, sehr wichtig zu sein, weil ich Ihnen heute etwas sagen kann, was vielleicht morgen schon gar nicht mehr der Fall ist. Und deswegen muss sich der Mitarbeiter in dem Bereich HR immer wieder daran gewöhnen, an Veränderungen und denen auch nachkommen. Und was man überall nachlesen kann, ist, dass der Bereich HR viel näher dran sein muss am Kerngeschäft, als er das heute noch ist. Es geht nicht darum, dass das im Unternehmen eine Etage ist, die sich nur um die Gehaltschecks kümmert, sondern es muss so sein, dass der Bereich HR sehr, sehr nah am Produkt und an der Dienstleistung des Unternehmens verankert ist. Und das führt dazu, dass das Recruiting und das Marketing in der Zukunft verschmelzen müssen. Ich muss nicht nur Kunden gewinnen, sondern ich muss auch Mitarbeiter gewinnen. Und das bedeutet, ich muss nah sein an den Menschen und an seinen Bedürfnissen, um den Mitarbeiter zu halten und ihn in meinem Unternehmen ganz, ganz nah zu sein. Und damit würde ich meinen Vortrag für heute beenden. Ich habe Ihnen noch ein bisschen Literatur zusammengestellt und freue mich jetzt sehr auf Ihre Fragen. Ja, Christian, vielen Dank für deinen Vortrag. Ja, ich eröffne die Fragerunde. Nochmal der Hinweis, Sie können Ihre Fragen direkt auf unserer Kursplattform Slack stellen. Ich lese damit, Sie können das auch über YouTube machen. Da gibt es ja nebendran, wenn Sie direkt auf YouTube zuschauen, die Kommentarspalten, wo Sie einfach Ihre Kommentare loswerden und können. Und ich habe auch Twitter offen. Das heißt, wenn Sie auf Twitter Ihre Fragen loswerden wollen, dann gerne jederzeit. Die Fragerunde ist eröffnet. Ich starte mit der ersten Frage. Macht es überhaupt Sinn, Human Resource Manager dann noch im Studium auszubilden? Also das, was die jetzt können müssen, das schaffen wir ja niemals in einem Masterstudium irgendwie Leuten beizubringen. Also Johannes, ich glaube, aktuell, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es ja so, dass der Bereich HR in vielen Studiengängen so nebenbei mit beigebracht wird. Sprich, das findet sich ja in unendlich vielen Studiengängen bei uns oder auch woanders. Und ich glaube, die Zukunft geht eher dahin, dass man mehr Zeit für die verschiedenen, gerade von mir beschriebenen Bereiche oder Fähigkeiten oder Fertigkeiten eigentlich aufbringt. Das heißt, ich würde sogar eher sagen, ja, wir können die ausbilden, aber wir müssen uns das Studium nochmal genau angucken. Und ich glaube, das Klassische, was wir aktuell lehren, das ist nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Und ich glaube, das muss einfach fundamental nochmal überdacht sein, weil das ein Bereich ist, der von den technischen Veränderungen natürlich so stark beeinflusst wird. Ja, und das Zweite, was ich total spannend finde, und diese Diskussion hatten wir auch schon ein paar Mal jetzt in der Masterclass, das ist diese Rolle oder Haltung oder sowas, ne? Also zu sagen, New Work ist ja jetzt nicht nur Tischkicker und so, ne? Also das ist nicht nur schöne Fassade, sondern es ist tatsächlich auch sehr unter der Haube, ne? Also wie lernt man das? Das ist die gleiche Frage wie gerade, aber nochmal auf dieses Haltungsthema bezogen. Ja, ich habe ja meine Diss habe ich ja zum Thema Empathie geschrieben, und das ist natürlich eine ganz schwere Fähigkeit, um die einfach so von heute auf morgen dazu zu gewinnen. Sondern ich denke schon, dass das die Grundlage von vielen von den anderen Mitarbeitern, den anderen im Blick zu haben, dass das eine von den Grundfähigkeiten ist. Und ich denke schon, dass es da Möglichkeiten gibt, auch im Bereich Personal, dem Einzelnen zu zeigen, na ja, es geht natürlich darum, Gewinne zu machen, aber man muss auch schauen, wie geht es dem einzelnen Mitarbeiter, weil die Konsequenz ja immer ist, wenn der Mitarbeiter nicht mehr im Unternehmen ist, dann kann der uns auch keine Gewinne mehr machen. Ja, und die meisten Unternehmen haben das ja schon erkannt, dass es besser ist, gut mit ihren Mitarbeitern umzugehen, weil das am Ende auch wirtschaftliche Vorteile hat, auch wenn das auf den ersten Blick für den alten Personaler vielleicht nicht so wirkt. Was ich im Vorfeld der Masterclass für eine Diskussion mit einem Teilnehmer hatte, war die Frage, ob nicht schon der Begriff Human Resource Management eigentlich falsch ist. Das sind, glaube ich, zwei Gründe. Der eine Grund ist zu sagen, ist das eigentlich noch Management, was das Wunderkind Personal da machen soll? Und das zweite ist, sind Menschen wirklich Ressourcen? Also sozusagen die Idee, der Begriff ist komplett falsch für das, was wir da eigentlich brauchen. Ja, das könnte natürlich sein. Und ist ja auch möglich, dass der Begriff sich da nochmal irgendwann wandelt. Ich glaube aber, dass eigentlich, wenn man es von Grund auf denkt, dann ist eigentlich der Mensch immer mehr Ressource für den Erfolg des Unternehmens.
Ja, dass das natürlich nicht ganz der wertschätzenden Sichtweise, die ich jetzt gerade propagiert habe, entspricht, verstehe ich. Aber prinzipiell ist dieses Humankapital ja etwas, was die Unternehmen für sich mehr und mehr jetzt entdeckt haben. Und deswegen wäre, glaube ich, erst der zweite Schritt, dass es dann sowas wie eine Umlabelung geben kann. Aber als erstes muss man sagen, ich glaube, immer wichtiger wird es, dass der einzelne Mitarbeiter in den Fokus rückt des Unternehmens. Und wenn das geschehen ist, dann wird vielleicht die Begrifflichkeit noch nachgezogen. Aber du hast vollkommen recht, die Diskussion verstehe ich gut. Ich lese eine Frage vor aus unserer Slack-Plattform. Ich fand die Zusammenstellung gut und möchte fragen, ob das für New Work im weiten Sinne auch gilt. Also ich verstehe die Frage so, also sozusagen das Übertragen dessen, was du jetzt für das Human Resource Management gemacht hast, letztlich auf alle Bereiche, die irgendwie neu werden, wenn wir über New Work sprechen. Ja, ich glaube, es gibt natürlich große Parallelen. Und wenn man meine Take-Home-Message-Folie zusammenfasst, dann sagt die ja eigentlich loslassen von Altem und sich auf Neues einstellen. Und ich denke, dass sich das eigentlich natürlich in vielen Bereichen des New Work ja auch findet, dass man sich anpassen muss und das Etablierte so ein bisschen verlassen muss. Ich denke, ein Unterschied könnte vielleicht dahingehend existieren, dass das New Work vielleicht noch kreativer gedacht werden kann, aber das Aufgabenspektrum des Bereichs HR doch noch eine Verbindung zum alten HR-Bereich haben kann. Also im Grunde ändert sich ja nichts daran, dass man immer noch die Besten sucht und die Besten versucht, zu den Besseren zu machen oder zu noch Besseren zu machen. Und ich glaube, im Bereich New Work kann sich einfach der Fokus noch mal mehr verändern. Um das mal anzuschließen, noch eine Diskussion, die wir vor zwei Lectures hatten, diese Ambidextrie-Geschichte, also zu sagen, ich brauche sozusagen beides, ne? Also ich brauche irgendwie, du hast es irgendwie holistisch und strukturiert oder so genannt. Das gilt ja jetzt für den HR-Manager, ne? Und es gilt auch für den New Worker, der irgendwie beides können muss. Und ich stelle einfach eine Frage, die wir in den letzten Lectures auch schon so ähnlich hatten, nämlich die Frage nach der Überforderung. Also ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch das alles, was du jetzt als Wunderkind da beschrieben hast, überhaupt irgendwie schaffen kann, ne? Also die schwierigste Fähigkeit ist wahrscheinlich, dass der HR-Manager genau das, was ich in meinen Folien präsentiert habe, auch für sich selber anlegt. Ja, dass man sagen kann, okay, wir berücksichtigen auch die Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters HR-Manager. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil er das für viele andere steuert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es je nach Persönlichkeitseigenschaft natürlich so sein kann, dass das auch jemand ist, der es mit dem anderen sehr gut meint und dann sich natürlich mit der Aufgabe etwas übernehmen kann. Deswegen ist natürlich die Gefahr bei kleinen Unternehmen, wo das auf wenigen Schultern die Aufgabe liegt, da ist es natürlich schwieriger, diese Abgrenzung zu haben. Ich denke, bei größeren Unternehmen, das zeigt auch die Literatur, da ist es einfacher. Da kann man noch sagen, okay, da gibt es klare Regeln, wie lange man sich für die Mitarbeiter einsetzt und dann gibt es halt die Urlaubszeit oder ein Abwechseln oder was auch immer. Und ich denke, da muss man halt mit drauf achten. Das ist ganz wichtig, dass man den HR-Mitarbeiter auf meinen Folien auch als Mitarbeiter sieht. Genau. Ja, und was ich gerade noch dachte, so der HR-Manager der Zukunft ist ein Team, ne? Also das heißt, es ist eben, ja, diese Rollen müssen wahrscheinlich auch tatsächlich verteilt werden auf Leute. Genau, wir haben ja gerade gesagt, es gibt weniger Generalisten, mehr Spezialisten, das sind ja dann häufig auch mehrere Leute. Ja, was ich ja an deiner Präsentation noch spannend fand, war, dass du die Rollen so benannt hast, ne? Also dieser Employment Engagement Manager, Learning Director, ich gucke gerade nochmal drauf. Ich würde das gerne nochmal anbinden an die klassischen HR-Modelle. Also ist das nicht doch wieder sowas wie Personalentwicklung, Organisationsentwicklung? Du merkst, ich versuche jetzt ein bisschen, sich rauszufordern. Ne? Also, klar, natürlich. Ist es nicht einfach jetzt halt neue Wörter für die Aufgaben, die es schon immer gab, aber die halt sozusagen anders heißen? Das ist ja auch das, was ich gerade versucht habe schon zu sagen. Ich denke, die Stoßrichtung des HR-Managers bleibt immer noch gleich. Die Herausforderungen, die um ihn herum sind, sind einfach mehr und andere geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, was ich jetzt natürlich auf einer Folie nicht im Detail darstellen kann, dass das natürlich eine Schnittmenge hat mit dem, was er bisher auch gemacht hat. Und die Idee kann ja auch gar nicht sein, dass es eine komplett neue Definition gibt. Ich glaube nur, dass der Fokus in vielen von den Bereichen ein bisschen mehr verschoben ist.
Ja, das, natürlich ging es immer um Diversität, aber Diversität hat sich natürlich früher auf die klassischen Diversitätsmerkmale bezogen. Oder Talentmanagement wird ja heute einfach anders gedacht. Natürlich muss er immer noch die Guten finden, aber die Möglichkeiten, wie er die Guten findet, haben sich ja einfach diversifiziert. Oder früher wurde auch Work-Life-Balance auf die Personalentwicklungsfolien gesetzt, aber mittlerweile versucht man ja noch mehr zu gucken, wie kann ich eigentlich den Mitarbeiter ans Unternehmen binden und die Identifikation mit dem Unternehmen erhöhen. Und ich glaube, gerade die Maßnahmen, die dort möglich sind, die sind um ein Vielfaches gestiegen. Das ist wieder dieses Thema Spezialisten, ne? Also ist sozusagen, die einzelnen Aufgaben werden komplexer. Also wenn wir so VUCA World und wird immer schneller und so, das heißt, die Aufgaben sind gleich, aber sie werden komplexer und sie werden weniger planbar, ne? Also ich weiß nicht so genau, was ist in 2 Jahren, was ist in 3 Jahren. Genau. Also es ist auch die Schwierigkeit dieses Vortrags. Ich kann jetzt natürlich abbilden, dass viele von den Texten oder von der Literatur, die ich in der Vorbereitung gesehen habe, das ist so der HR-Manager von 2020 oder 30. Aber wissen wir das überhaupt und wissen wir es nicht, ob es nicht 40, 50 schon wieder ganz anders ist und du ganz andere Leute einladen musst, um darüber zu sprechen, genau. Ja, das ist ein Kommentar, der gerade in der Kursplattform ist, ne? Ich glaube, VUCA bedeutet auch für die Personaler, dass nichts sicher ist, dass alles im Fluss ist, ne? Das wäre dieses Argument. Also quasi der Vortrag ist hinfällig, das war deine erste Folie, weil wir es eh nicht wissen, ne? Genau, ja. Wir versuchen so ein bisschen Schritt zu halten, aber wenn man sich anschaut, ich finde das interessant, die Bücher, die du alle hinter dir im Regal stehen hast, im Grunde zu vielen Bereichen, also zum Bereich Personal zumindest, sind die ja alle schon immer veraltet, wenn sie gedruckt sind. Mhm. Ja, und das ist interessant, egal ob es nun modernere Möglichkeiten gibt, diese Bücher abzubilden, aber ich denke, wir sind immer ein bisschen hinterher mit den Trends. Im Bereich HR-Management ist das, glaube ich, ganz offensichtlich. Was glaubst du denn, welche Rolle die Digitalisierung jetzt aus einer technologischen Perspektive wirklich spielt? Also du hast dieses Thema Big Data, People Analytics angesprochen. Also da bin ich mir immer unsicher, ob wir jetzt sagen, naja, okay, das ist jetzt ein Werkzeug, ne? Wir machen das, was wir eh schon machen, aber jetzt halt ein bisschen genauer und mit ein bisschen mehr Daten, vielleicht ein bisschen präziser. Oder ist es wirklich so eine dieses komplette Disruption, wenn man die Technologie anguckt? Jetzt im Personalbereich, ne? Also ja. Also ich glaube immer, es kommt darauf an, wer die Möglichkeiten, die neuen technischen Methoden an die Hand bekommt. Wenn wir uns als Psychologen anschauen, und das lehren wir ja auch in unseren Kursen immer wieder, dann geht es darum, die bestmöglichen Methoden zu haben oder die Datengewinnungsmöglichkeiten zu haben, um ein reliables und valides Ergebnis zu haben. Das heißt, ich glaube schon, wenn wir bessere Technik haben oder mehr Informationen über den einzelnen Mitarbeiter, dann können wir auch bessere Vorhersagen machen. Natürlich besteht die Gefahr des Missbrauchs bei solchen Datenmengen ja immer. Das ist ja auch nicht ein Bereich des HR-Management. Aber natürlich ist es so, wenn der geeignete, motivierte Mitarbeiter im HR-Bereich die an die Hand bekommt, dann sind die Vorhersagen tatsächlich akkurater und gegebenenfalls hilfreicher für die Mitarbeiter und das Unternehmen. Aber das wäre ja jetzt, es ändert sich nicht wirklich was, es wird nur besser. Und wenn man jetzt ein bisschen die so KI-Diskussion sich anschaut oder auch dieses Thema Arbeitsplätze fällen weg, dann wird man ja sagen, es wird nicht nur einfach genauer, sondern es wird vielleicht komplett anders, ne? Also und da bin ich mir immer nicht sicher, wie sinnvoll es ist, das zu glauben, dass es wirklich komplett anders wird. Nee, das ist schon richtig. Ich stimme dir auch eher zu, dass es sich verändert und vielleicht verbessert wird. Aber natürlich zeigt sich auf meinen Folien auch die Diskrepanz zwischen dem auf der einen Seite den Mitarbeiter mehr in den Fokus rücken und auf der anderen Seite steht auf den Folien, dass viele Arbeitsplätze vielleicht wegfallen, weil sie automatisiert werden können. Ja? Das heißt, natürlich haben wir da immer der qualifizierte Job, der wird natürlich vom HR-Manager mehr Berücksichtigung finden, aber nichtsdestotrotz wird das System wahrscheinlich die Veränderung hervorbringen, dass nicht alle Tätigkeiten im Unternehmen mehr notwendig sind. Ich habe noch eine Frage, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn Sie in der Kursplattform auf Twitter, auf YouTube noch Kommentare haben, dann jederzeit gern. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um Ihre Fragen einzuspeisen. Ich fand das Thema Motivation noch spannend. Also zu sagen, das ist ja eine krasse These, zu sagen, naja, Skills ist, kann man alles lernen, es kommt auf die Motivation an. Das würde ja bedeuten, wir suchen eigentlich nicht die besten Leute, die alles können, sondern wir suchen die, die uns glaubhaft versichern, dass sie Lust haben, was Neues zu lernen. Ja, also ich stimme dir erstmal zu. Du weißt das ja selbst, die meisten psychologischen Modelle funktionieren so, dass sie ganz tolle Aussagen und Vorhersagen für die Zukunft machen.
aber haben eigentlich als einen wichtigen Moderator, also als eine Schlüsselvariable, wenn jemand daran nicht interessiert ist, dann spielt das alles gar keine Rolle. Ja, und das bedeutet, das haben wir hier natürlich auch. Also wenn wir einen motivierten HR-Manager haben, dann kann der über viele nicht existierende Skills natürlich mit seiner Lernfähigkeit oder seiner Motivation was anzupacken, darüber hinwegtäuschen oder das vielleicht sogar wettmachen. Das glaube ich schon. Dass das Grenzen hat, das wissen wir natürlich beide. Und dass wir in dem Pool der heute fähigen Personen, immer mehr Menschen sind ja in der Lage, ausgewählt zu werden, das ist ja ein großer Bewerberpool, da wird es ja gar nicht so kommen, dass jemand nur aufgrund von Lernmotivation am Ende da in die Führungsposition kommt. Das wäre ja illusorisch. Aber auf der obersten Entscheidungsebene zwischen nehmen wir A oder nehmen wir B, glaube ich schon, dass es nicht wichtiger ist, ob er nun 3 oder 4 Sprachen spricht oder ob er sagen kann, naja, ich hätte einfach Lust, das Thema so anzugehen. Und ich glaube schon, dass man schon dafür sprechen kann, dass Motivation da stärker wirkt. Wieder mit dem Problem, wie mäßig, ne? Also so klar. Ich frage dich halt, hast du Lust, das zu machen? Dann wirst du natürlich nicht sagen, nö, sondern du wirst natürlich sagen, klar, mache ich. Ne? Ja, ist ja auch gut, dass ich die Vorträge halten kann hier in diesem Fall und jetzt nicht entscheiden muss, wer ist ja der motiviertere Personaler. Ja, okay. Genau. Dazu passt noch die eine Frage, nämlich die gerade auf Slack gestellt wurde. Big Data kann harte Fakten über die Menschen sammeln und darstellen, aber nicht Erfahrungen und weiche Faktoren. Das macht den Menschen aus. Ja, stimme ich vollkommen zu. Ich glaube ja auch, dass dieses Wunderkind, was ich beschrieben habe, das natürlich auch weiß. Ja, das heißt, er nimmt diese Informationen und dann im Schritt 2 wäre es ja so, wenn es um einen Mitarbeiter geht, der eigentlich sehr wertvoll ist, der aber auf irgendwelchen Komponenten ein bisschen abgebaut hat oder so, dass man in zweiter Instanz versucht zu gucken, woran liegt das, wie können wir ihn aufbauen, was ist mit einem Interview, man kann die Person ja immer noch einladen. Was ich ja nicht sagen möchte, ist, dass wir also entweder oder haben, sondern es wäre da auch eine Kombination aus die weichen Skills der Person auch noch abzufragen. Ich denke immer, dass quantitative Daten uns helfen können, die Vorhersagen zu verbessern. Und dann, aufgrund dieser Informationen, kann man ja nochmal in die qualitative Analyse gehen. Also das wäre wieder das Statement sozusagen, Big Data ist ein ganz starkes Werkzeug, ne? Das sozusagen Entscheidungsvorlage macht und dann kommt nachher das was jetzt hier als weiche Faktoren bezeichnet wurde, kommt dann dazu. Ne? Natürlich. Und ich denke auch, der Vorteil des Big Data könnte ja sein, dass wir Informationen über jemanden generieren, die er sonst in einem Fragebogen uns nicht geben würde. Das ist ja das, was wir in der Forschung auch mittlerweile sehen. Ja, also wenn wir eine Person fragen, wie motiviert du bist, du hast du mir ja gerade schon gesagt, dann kann man das faken. Aber wenn man natürlich tatsächlich mehr trackt, dann bekommt man ja ein Stück mehr des Kuchens der Wahrheit so ein bisschen. Ja. Es wird gerade noch eine Frage getippt. Ich weiß nicht, ob wir das in der Zeit noch unterkriegen. Ich möchte dir trotzdem schon mal Danke sagen, Christian, dass du jetzt den Vortrag gehalten hast und eingesprungen bist. Und sehr gerne. Wie immer der Hinweis, dass die Diskussion weitergeht, dass wir auf Slack weiter diskutieren können die Woche über, dass wir den Vortrag, den wir jetzt gerade live gehört haben, dass es den ja auch nochmal zum Nachhören gibt. Und ich weise jetzt schon mal darauf hin, dass unser nächster Live-Termin, der nächsten Mittwoch wieder 17.30 Uhr, 17:30, die gleiche Zeit wie jede Woche ist, dann treffen wir uns zur Chat-Diskussion auf Slack. Das heißt dann nicht mehr wir sprechen, Sie schreiben, sondern wir schreiben beide. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und einen schönen Abend. Von mir auch einen schönen Abend.